zusammen. So, the day after, der Tag nach der Rallye. Ja, meine Kollegin, wo ich sonst mit unterwegs bin, die hatten keine Zeit oder vielmehr, die hatten was anderes zu tun. So, jetzt bin ich allein unterwegs und ich habe mal über andere Kollegen wieder erfahren. Es sind wohl wieder ein paar Äcker mehr frei geworden. Jetzt bin ich auf dem Acker. Ja, und der Werner und ja, der Carsten von unserem Stammtisch wohl keinen Erfolg hatten. Und ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass hier nichts mehr läuft. Ja gut, habe ich mir heute Morgen gedacht, erst mal rein. Aber nichtsdestotrotz, ja, man muss es erstmal versuchen. So, vorab ein Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ja, einen Gruß an alle meine YouTube-Fans. Ja, heute bin ich wieder mit meinem XP Devos 2 unterwegs mit der 22,5 cm Spule und habe immer noch die alte Software drauf, die V0.71. Ja, mich fragen, warum läuft es mit der kleinen Spule? Ja, ich habe das Gefühl, oder für mich liegt sie mir besser. Das hat nichts damit zu tun, dass die 28 schlechter ist. Nur ich komme mit der 22,5er besser parat auf dem Acker. Sie trennt besser für mich. Ja, wie gesagt, jedem das Seine. So. Dann werden wir jetzt gleich nach dem Intro zu meinen Einstellungen kommen. Also, Jungs, bis nachher und Mädels. So, da bin ich. Ich habe wieder mein Ackerprogramm. Ich habe es schon angemacht, wie gesagt. Wie eben schon erwähnt, die V071 noch drauf. So, den Bodenabgleich habe ich über Pumpen gemacht. Jetzt gehen wir mal wieder ins Menü für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich habe den Disc, ich hoffe, man kann es gut erkennen, auf 5.0. Über einen Expert den Dreiton-Modus gewählt. Hier könnt ihr mal ganz kurz gucken, wo ich die Töne getrennt habe. Also bei 5, dann bei 50. Der erste Ton liegt bei 100 kHz. Der zweite bei 470, der dritte bei 862. Die Kronkorken habe ich aus, also auf 0. Den Notch off, den Bodenfilter auf 1. Wie gesagt, sensitiv auf 96, das reicht. Frequenzweiche zurzeit auf 5. Eisenlautstärke auf 1, ich lasse immer Eisen noch an, um eben noch Eisen mitzubekommen. Wenn es neben einem Buntmetall liegt, gibt es einen Mischton. Ansonsten könnte es passieren, wenn Eisen gänzlich ausgeschaltet wird, dass das Eisen das kleine Buntmetall übermaskiert und ihr habt dann keinen Ton mehr. Ja, Reaktionszeit auf 2. Wie gesagt, der Deus 2 ist schneller als der 1er und dadurch könnt ihr auf 2 gehen, wo ihr mit dem Deus 1 auf 3 gehen müsst. Signalverstärkung auf 4, weil ich noch ein bisschen Info haben will. Liegt der Fund direkt an der Oberfläche oder liegt er etwas tiefer? So, das soll es auch bis hierhin gewesen sein und wie gesagt, ich hole euch gleich wieder mit dazu, wenn ich das erste Signal habe. Okay, ach ja, vorab, da ich das auch nicht immer sage. Also das erste Signal, das heißt bei mir, ich hole euch erst dann dazu, wenn ich einen guten Fund habe. Die anderen Mistfunde blende ich direkt weg oder schneide die hinter sowieso raus. Weil wie gesagt, es guckt sich keiner den Mist an. Ihr wollt immer knappe Videos haben, das sieht man ja auch an der Zuschauerzahl, wie lange ein Video angeguckt wird. Ich versuche immer meine Videos jetzt so um die 20 Minuten zu halten. Aber dafür sind eben ein paar Funde mehr drin. Sollte das auch noch zu lange sein, werde ich natürlich aus einem guten Video 2 oder manchmal auch dann 3 machen. Das liegt dann natürlich an euch. Aber das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Dafür haben wir die Kommentarfunktion. Macht es halt. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim ersten
guten Fund wieder. Also bis nachher. Ich weiß nicht, was die zwei hier gemacht haben. Aber das ist schon ein größeres Bronzeteil. Man hört es, 68er quietscht zwar. Aber was das Kuriose daran ist, das liegt oberhalb. Also, man hat es hier. So. Und ich weiß auch schon, was das ist von der Form her, von der Kante aus her. So, hier haben wir ein römisches, fast komplettes Glöckchen. Also, das Glöckchen an sich ist komplett, nur oben, ja, wie gesagt, hier der Halter, die Öse, die ist gebrochen. Also, Carsten Werner. Dafür habe ich jetzt ganze 10 Minuten gebraucht. War mein zweites Signal. Okay, bis später. So, hier habe ich wieder ein gutes, positives Signal. 85 wird auch, ich sag mal, sehr stabil. Das wird Bronze sein. Könnte ein Granatsplitter sein. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Wunde ausgegraben. Draußen. Okay, es ist draußen. So, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. So. Detektor aus der Hand. Pinpointer. Okay. Und joppa. Jo. Anna, Carsten. So, das erste kleine Ass. Oder? Ja, ein kleines Ass. Ist aber abgegriffen, also macht euch keine Gedanken. Also, man kann noch ein wenig, wenn man das Gegenlicht stellt, den Kopf erkennen. Okay, dann sehen wir uns, naja, beim nächsten Fund wieder. Bis naja. So, da bin ich wieder mit dem Signal, dem 76er. Ziemlich schlau, so wie ihr hören könnt. Oh, meine Stimme, die hat wohl die letzten zwei Tage gut gelitten. So, ihr seid wieder mit dabei. Also in dem oberen Knubbel hier. Ja, na, da haben wir. Na, hier? Na, was denn? Ich sehe es. Ja, wieder eine Münze. Ja. Ja, ein Volli, oder? Es könnte ein Volli sein oder ein Anton Jahn. Aber das weiß ich noch nicht. Ich will auch nicht drüber reiben. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier bin ich wieder mit einem schönen 80er Signal. Genau 80. Könnt ihr euch anhören. Ich zeige es euch auch. Okay, geht auch mal hoch auf 81. Je von dem, wo man ausschwenkt. So. So, wird hier oben bei sein. Ja, das ist der Spaten. Oder? Okay. Das ist eine Münze. Na. Es könnte ein Volli sein. Aber das sehe ich erst, wenn ich zu Hause sauber gemacht habe, weil sie ziemlich rund ist. Oder nachher, ich tue sie ja bei mir ins Coinpad rein. Ja, nach der Suchrunde werde ich euch ja noch alle Funde zeigen. Okay, bis gleich. So, hier bin ich wieder mit einem 75er Signal.
war meine Stimme. Ja, das hat mich gestern und vorgestern wirklich die Stimme gekostet auf dem Treffen. So, schaut selber. 75. So, hier in dem Bereich. Ist auch nicht ziemlich. Da wird nicht tief sein. Oder? Also direkt schon in dem oberen Knubbel drin. So. Ihr seid mit dabei. Ne? Ne? Da liegt sie, eine Münze. Und ja, endlich. Ein Dinar. Also, Carsten. Hört mal, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr sucht. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, wenn man hier nichts findet, sollte man das Suchgerät abgeben und Hallenhalmer spielen. Okay, das wird ein Dinar sein. Ja, da bin ich mir sicher. Kommt ja auch schon Silber auf der, an der Seite raus. Und hier auch. Okay, wir sehen uns beim nächsten Fund wieder. Bis später. So, da bin ich wieder. Wie ihr hören könnt, habe ich hier wieder ein gutes Signal mit dem Leitwert 86. So, er springt ein bisschen, 86, 85. Könnte, ja, was könnte es sein? Ich würde jetzt hier auf Granatsplitter tippen, aber das würde ich sowieso euch dann nicht zeigen. Aber wie gesagt, 86 Granatsplitter. Draußen, ja. In dem Haufen. Oder in dem. Genau, in einem Stück hier ist es drin. Okay. Wir nehmen den Pinpointer. Ja, Leute, das ist schwer. Echt, oder? Ach, nee. Ich glaub's jetzt nicht. Okay. Ah, wieder eine Großbronze. Aber was das ist, kann ich euch noch nicht sagen. Es ist noch Dreck dran. Könnten Dupondius sein, könnten dickes Ass sein. Ja, ein ausgebrochener Sesterz am Rand. Okay. So vertut man sich. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, ein Granatsplitter. Okay. Dann bis nachher. So, liebe Freunde, ein Suchertag hat ein Ende gefunden. Ja, meine Frau hat mich angerufen, ich sollte doch bitte dringend nach Hause kommen. Ja, ich war jetzt gut, würde ich mal sagen, oder fast 3 Stunden hier auf dem Acker. Ja, und ich möchte euch heute meine Funde nicht vorenthalten, erstmal im ungereinigten Zustand. Mal schauen, wann ich dafür Zeit habe, sie zu säubern. Aber ich denke mir mal, ihr werdet sie auch danach gesäubert sehen. So, aber wir fangen natürlich immer, wie immer, mit den ja, Funden an, die ihr nicht live seht und auch nicht danach gereinigt, weil es eben Schrottfunde sind oder ich sag mal der Schrott, der Beifang bei der ganzen Geschichte, und da nehme ich euch jetzt hin mit. Aber dazu drehe ich jetzt erstmal die Kamera. Also bis gleich. So, die Kamera ist gedreht. Ihr seid dabei. Es hielt sich heute auch mit dem Schrott. Ja, ich würde mal sagen, in Grenzen. Es kam zwar was zusammen, aber es war nicht viel. So, jetzt kommen wir zu den guten Funden. Und da muss ich echt sagen, da hatte ich heute mal wieder richtig Muzzle gehabt. Als erstes den Sichtfund dieser römischen Glocke. Dann kam, soweit ich weiß, ich glaube, dieser Folli. Oder es wird ein Antonian sein, das weiß ich noch nicht. Dann dieses Ass. Wenn man es schräg hält, kann man noch den Kopf ganz gut erkennen. Auch die Götterfigur hinten. Danach kam
Dieser Folli, der auch noch recht gut ist, aber das sehe ich nach dem Reinigen. Und ja, was soll ich sagen? Endlich mal wieder seit langem ein DNA. Wer das jetzt ist, Galba, Geta, ich weiß es noch nicht. Oder ist es eine Frau? Ja, sieht so komisch aus. Also ich kann das echt noch nicht sagen. Der muss sauber sein. Aber es ist ein DNA. Ja, wie gesagt. Und jetzt zum Schluss noch. Ja, dieser Dupondius oder das Ass. Aber die ist schon ziemlich runtergerockt. Also da ist nicht mehr viel drauf. Ja, wie gesagt, heute mal wieder Muzzle gehabt mit dem Denar. Der hat es heute rausgerissen. Ich drehe mal wieder die Kamera. Bin also mit den Funden heute wirklich recht zufrieden für die kurze Zeit. Und ja, wie gesagt, ich wollte heute noch mal rausgehen, das Ganze mal überprüfen, weil zwei Stammtischkollegen hier wohl echt Probleme hatten. Aber ich verstehe das manchmal echt nicht. Warum auch immer. Ja gut, vielleicht ja, liegt es an der Einstellung, dass man immer sagt, ist alles scheiße. Da kann ich euch den Rat geben, wenn ihr auf dem Acker seid, gebt nicht die Hoffnung auf, stellt euch wirklich die Funde vor. Ihr könnt manchmal Pin und Daniel fragen, da laufe ich rum und sage, der nächste Fund ist das, der nächste Fund ist das. Klar ist es nicht immer der Fund. Aber wenn man immer, ja, ich sag mal, pessimistisch durchs Leben geht, läuft gar nichts. Und gerade beim, ja, beim Hobby nicht. Also man muss wirklich ein bisschen dran glauben. Tja, sei es so. So, jetzt zum Schluss einen Gruß nochmal an meinen Sponsor. Auch der Sponsor meines Treffens ist der Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich habe gestern, ja gut, das Video kommt ja in die Zeit nach raus, aber ich sag jetzt gestern und vorgestern war mein 30-jähriges Treffen. Ja, und da waren ja viele von euch da gewesen und nochmals auch an dieser Stelle ein Dank an alle, die gekommen sind. Nächstes Jahr ist es wieder in der ersten Septemberwoche und soweit ich weiß, müsste es der 6.9. sein. Also Freitag, der 6.9.24 ist Beginn des Treffens am 5. Ach. am 7.9. dann die Rallye. Der 8.9. wäre dann der Sonntag. Und da ist dann der Abreisetag. Ja, ansonsten ja, wünsche ich euch viel Glück immer beim Hobby. Ich drücke euch die Daumen. Wie gesagt, ich kann gönnen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wirklich jeder das findet, was er sich erhofft. Okay, dann sehen wir uns spätestens wieder beim nächsten Video von mir. Und das wird jetzt eine Weile dauern, weil ich erst in Urlaub fahre. Alles klar. Bis dahin. Tschüss. Euer Markus. Bis dann. Ciao.